Dankeschön. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Halleluja. Wenn wir Gott haben, wir haben Hoffnung, wir haben Frieden, wir haben Freude und dergleichen. Mein Thema heute ist, sei wachsam, pass auf. Meine Kinder haben ein Lied immer wieder gesungen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst und so weiter. Pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Aufpassen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Sei kritisch, sei vorsichtig. Und Vorsicht ist überall geboten, heutzutage insbesondere. Ja, wir sind in solche Welt voller Gefahren, was auch immer ist. Sei sorgfältig, sei achtsam auf dich selbst und so weiter. Und Jesus hat eine Botschaft gehabt, wachet, wachet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallt und so weiter. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Denken dich viel mehr, du solltest an dich selber mehr denken, an deine Ewigkeit, an dein Heil, auf deine Gesundheit. Aufpassen, sei wachsam. Kauf nicht alles, isst nicht alles, geh nicht überall hin. Ja, in der Bibel heißt es, achte auf dich selbst, nicht auf die anderen. Wir sind so gewohnt, auf die anderen aufzupassen. Und du bist nicht Aufpasser für andere, du musst auf dich selbst aufpassen. Wir müssen im Grunde genommen egoistisch sein. Ja, und in der Bibel heißt es einmal, so vieles an euch liegt. Ja, sei wachsam, pass auf, sei kritisch. Ja, und es ist ein Gebot der Natur, überall vorsichtig zu sein, ja, dass du nicht ausrutschst. Wir haben jetzt nicht Glatteis, aber doch in den Nachrichten kam es, es gibt Blitzeis irgendwo. Ja, pass auf, wenn es darum geht, ja, deine Interessen zu wahren, sei sensibel, dass niemand dich verletzt und dass du niemanden verletzt. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst. So viele leben unbesorgt und unbekümmert, sind gleichgültig. Ja, über ihr Heil, das geht mich gar nicht an. Da wird schon der liebe Gott sorgen. Nein, wir müssen selber sorgen. In der Bibel heißt es, schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Nicht, dass du Angst hast, aber du solltest vorsichtig sein. Ja, nimm nicht alles auf die leichte Schulter. Denk nicht so wie die törichten Jungfrauen. Ach, unser Bräutigam wird so schnell kommen, verstehst du, und wir müssen kein Öl mitnehmen. Und die törichten Jungfrauen haben ein Fiasko erlebt. Und dann kam der Bräutigam nicht, der verzog und ihre Lampen verlöschten. Die Bibel spricht so viel über die Narren in der Bibel, die nicht bedenken, dass es anders kommen könnte. Sei vorsichtig. Wir versagen, wenn wir nicht wachsam sind, vorsichtig sind, erreichen wir unser Ziel nicht. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja? Wie die Jungfrauen, Matthäus 25, Vers 1 bis 13, kannst nachlesen, ihre Lampen verlöschen. Sie haben nicht aufgepasst. Sie haben keine Vorsorge getroffen. Die sind viel unterwegs gewesen, von Pastor zu Pastor, von Gemeinde zu Gemeinde, von Krämer zu Krämer. Ja, und bis sie schließlich Öl irgendwo bekommen haben, dann war die Tür schon verschlossen. Während sie beim Einkaufen waren, kam der Bräutigam, die Hochzeit begann und die Tür wurde verschlossen. Und so sind Millionen von Christen, die merken nicht, die passen nicht auf. Paulus schreibt in Kolosser Kapitel 4, Vers 2, widmet euch dem Gebet mit einem wachen Sinn und einem dankbaren Herzen. Also wach sein und dankbar sein, beides gehört zusammen. Wachsamkeit ist unerlässlich für ein siegreiches christliches Leben. Der Teufel geht umher und brüllt. Ja, er jagt dich und du rennst in die andere Richtung und weißt, was dort passiert. Dort sind die Löwinnen. Die warten schon auf dich, dass du angerannt kommst, um Hilfe schreist und so weiter. Und die fressen dich. Und so viele Leute gehen nur nach dem, was sie hören und rennen in die falsche Richtung. Du musst aufpassen, ja, auf der anderen Seite, was dich dort erwartet. Der Feind Gottes ist unser Feind und ist unser Feind geworden. Der will nicht, dass du das Ziel erreichst, sondern dass du in die falsche Richtung rennst. Ja, dass du gegen Gott kämpfst, ja, und ja, alles einsetzt und alle Register ziehst. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher und er ist, ja, vor allem da aktiv, wenn du an dich entscheidest, ich mache eine ganze Sache mit dem lieben Gott. Ja? Wenn du Gottes Wege gehst, Gottes Willen tust, nach Gott fragst, plötzlich jagt er dich in eine andere Richtung, von einem Extrem zum anderen. Und das Gefährliche bei Christsein ist, von einem Extrem zum anderen zu pendeln. Der Widersacher Gottes, der Teufel, ist ein Gegenspieler. Und er will dich einfach von Gott wegtreiben, von dem Weg der Wahrheit wegbringen. Er ist in Konkurrenz zu Gott. Sollte Gott gesagt haben, sollte das wahr sein, sollte das der Wille Gottes sein, muss ich das ungefähr tun? Ja, kenne deinen Gegner.
dein Gegenüber, dein Feind. Für viele ist Satan ein Teufel mit Hörner und spitzen Schwanz oder was auch immer ist. Ja, mit Heugabel und ahnungslose Menschen passen da auf, dass sie, wenn sie einen sehen, das ist nicht der Schornsteinfeger. Nein, das ist der Teufel kommt als Engel des Lichts. Pass auf, der kommt als braver Mensch. Sollte Gott gesagt haben, geht's dir schlecht, Bruder, oder geht's dir schlecht, Schwester? Ja, ganz anders, was du denkst. Der Teufel kommt nicht als der böse Bub, der dich verführt. Nein, er kommt als Engel des Lichts, will dich zu Fall bringen. Einige glauben, dass der Teufel kein Wesen ist, sondern nur die Abwesenheit Gottes und was auch immer ist. Nein, der Teufel kommt als Engel des Lichts, als dein Freund und Helfer, als die Polizei, verstehst du? Und du denkst, das ist ein guter Mann, der liebe Gott schickt dich. Aber das Böse ist die Abwesenheit des Guten. Und so viele Menschen denken, es gibt keinen Teufel, kann keinen Teufel geben. Aber den gibt es. Und von Daniel heißt es, da widerstand mir 21 Tage dieser Engel des Lichts da, der sich in die Quere stellte. Und der Teufel hat nicht mehr Energie wie 21 Tage. Deshalb, wenn du etwas abgewöhnen willst, etwas ablegen möchtest, gebrauche 21 Tage. Ich werde das und das nicht tun, 21 Tage lang. Nach 21 Tagen gibt der Teufel dich auf, weil es nicht sein Licht verlöscht, er hat nicht mehr Licht, nicht mehr Kraft. Ja? Deshalb ist es so wichtig, sei wachsam, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Und ja, Jesus wurde sogar versucht, gleich am Anfang seiner Mission, sollte das und so weiter. Und dann kam er viermal oder dreimal kam er ganz besonders zu Jesus, mach die Steine zu Brot, zeig, dass du ein Sohn Gottes bist. Und immer wieder kommt er mit der Frage, bist du Sohn Gottes? Und weißt du, er kommt zu dir auch, wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, wenn du an die Bibel glaubst, wenn du den Heiligen Geist hast, dann beweis es. Du musst niemand was beweisen, das ist so wichtig. Ja, lebe dein Leben mit Gott, hab Frieden im Herzen. Sei wachsam, pass auf, dass der Satan dich nicht irgendwo reinlegt, dich um den Finger wickelt. Wir müssen Christen wissen, wer Satan ist. Ist ein gefallener Engel. Der kann nichts tun ohne deine Genehmigung Gottes. Denk an die Geschichte vom Hiob. Da ist eine große Wahrheit drin. Ja, und der Hiob wurde versucht vom Satan, geschlagen, geprüft und geknebelt. Wir werden ja, vom Teufel auf alle möglichen Arten versucht, angefochten. Zeig, demonstriere, dass du Kind Gottes bist. Bist du Sohn Gottes, hat er den Herrn Jesus gefragt. Und die Bibel offenbart uns, was der Teufel ist. Er ist nicht der Schlechte. Er kommt mit guten Gedanken. Ja, er will dir helfen, dich beraten. Er will ja, irgendwie dir unterwegs sein. Und dann überfällt er dich und dann nützt er alles aus. Der Teufel kommt, vor allem wenn du die Bibel lesen möchtest und die Bibel nicht ganz verstehst und leichtfertig bist und dann dich mit bestimmten Wahrheiten befasst, die dich gar nichts angehen. Ja, und dann wickelt er dich rein. Sollte Gott gesagt haben, sollte das der Wille Gottes sein, dann kommt er mit irgendwelchen Spekulationen, was ist nach dem Tod. Und dann verdreht er bestimmte Verse. Und deshalb schreibt Petrus in 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8 und in folgende Verse, schreibt der Petrus, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der Teufel will dich fressen. Petrus warnte seine Mitgeschwister, sogar Petrus ist versucht worden. Und deshalb sagte Herr Jesus, pass auf, Simon Petrus, Satan begehrt euer und Satan will euch sieben wie Weizen. Ja, er will euch prüfen und Petrus wurde selbst geprüft und deshalb, er kann andere Leute beraten, weil er selbst in die Falle gegangen ist. Petrus, auf dem Hof beim Verhör, ich kenne den Menschen nicht. Ich weiß gar nicht, Mädel, von was du sprichst und von wem du sprichst. Er warnte seine Mitchristen, weil er selbst gefallen ist. Und deshalb hat Jesus gesagt, wenn du dich mal bekehrst, stärke deine Brüder, deine Schwestern, deine Freunde, was auch immer ist. Unnüchternheit ist eine Gefahr, wenn man geistig so benebelt ist, wenn man nicht weiß, was mit einem passiert. Die Bibel sagt uns einmal an einer Stelle, trinkt euch nicht voll mit Wein, daraus ein unordentliches Leben folgt.
Hast du schon mal betrunken gesehen auf der Straße? Die krakeelen, verstehst du? Die erzählen Sachen, die gar nicht erzählt werden sollten. Ja, nüchtern, wenn sie nüchtern wären, würden sie nie und nimmer die Dinge sagen. Aber wenn sie betrunken sind, dann erzählen sie die ganzen Bettgeschichten, was auch immer ist. Epheser Kapitel 5, Vers 18. Und sauft euch nicht voll vom Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Ja? Und an einer anderen Stelle, die gleiche Stelle anders übersetzt, da heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifungen entstehen, sondern werdet voll vom Heiligen Geist. Ja, Ausschweifung. Das soll es erzählen, die ganzen Bettgeschichten und alles, was so passiert, verstehst du, das Intime, was niemand angeht, das Intime, was du hier drin im Herzen hast, geht niemand was an. Das musst du nicht auf der Straße so Seelenstriptease machen, aber Betrunkene machen das, erzählen da, ja, ziehen alles durch Kakao. Viele haben einen Schwips, sind ekstatisch, fromm angeheitert, angetrunken. Aber die Bibel sagt, werdet voll Heiligen Geistes, was es ist, ja. Der Heilige Geist macht uns normal, macht uns nüchtern, macht uns sachlich, macht uns stille. Halt den Mund, red gar nicht darüber. Ja, sei still. Lasst euch nicht ständig irgendwie reinziehen. Der Teufel wird dir Würmer aus der Nase ziehen. Hast du schon gehört? Weißt du das? Hast du das schon gesehen? Ja. Nach Pfingsten wurden die Jünger immer wieder erfüllt vom Heiligen Geist. Das haben sie nötig gehabt, die Apostel. Ja. In dem Zustand der Freude wurden sie versetzt, verstehst du? Nicht, dass sie berauscht wurden, sondern dass sie auf beide Beinen in dieser Welt standen. Der Teufel versucht uns immer wieder, dass wir es übertreiben. Und einer der großen Sünden der Christen ist Übertreibung. Ja, die erzählen keine Lügen, aber die übertreiben das. So wie Ananias und Sapphira, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ja. Ja, und dann übertreiben das. In dem Zustand der Freude will uns der Heilige Geist versetzen, auch wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Probleme haben. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, egal was da kommt, egal was da passiert. Es reicht nicht aus, dass du einmal im Leben die Erfüllung dem Heiligen Geist erlebst. Das musst du permanent, eigentlich jeden Tag, in Herrgottes Früh erleben. Gott, heute, das ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen freuen uns, fröhlich sein. Es reicht nicht aus, dass du einmal die Stimme Gottes gehört hast. Das musst du immer wieder hören. Ja, die Freude am Herrn. Ja, es reicht nicht aus, einmal Gott erlebt zu haben, einmal Erleuchtung bekommen, eine Offenbarung bekommen. Ja, täglich müssen wir voll Heiligen Geistes sein. Und die Betonung liegt immer wieder hier. Sie wurden immer wieder erfüllt von der Freude, von der Kraft, vom Heiligen Geist. Wenn ich mit dem Auto fahre, verstehst du, das erste Mal, wo ich mal ein neues Auto gekauft habe, habe ich Benzin bekommen für die erste Reise. Aber dann muss ich wieder tanken, verstehst du? Immer wieder muss ich tanken und nachtanken. Blöd, verstehst du? Oder wenn du ein Elektroauto hast, du musst immer wieder aufladen. Das reicht nicht, wenn du nur einmal aufgeladen hast. Nach 500, 600 Kilometern musst du wieder aufladen. Und das ist die Fülle. Aufpassen, wach sein, wachsam sein und nicht immer bis auf Reserve fahren. Früher gab es in meinem Auto einen Volkswagen, hatte ich gehabt, da konnte es umstellen auf Reservetank. Und wenn da nicht nachgetankt hast auf Reserve, dann bist du plötzlich irgendwo auf dem Trockenen gesessen. Sowas kenne ich, ja. Da stehst du da, weit und breit, keine Tankstelle. Deshalb ist die Fülle kein privater Besitz. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder auftanken, wachsam sein. Habe ich noch Öl, habe ich noch Benzin, noch Sprit? Habe ich noch den Heiligen Geist in meinem Leben? Petrus hat immer wieder gesagt, werdet voll Heiligen Geist. Also Paulus hier, er spricht, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Ja, mach immer Musik, auch wenn du keine Mundharmonika spielen kannst und keine Geige und vor Gott oder sonst was. Ja, dass du immer wieder singst und spielst dem Herrn in deinem Herzen. Einfach mit Jesus Lob und Dank und Preis und so weiter, ihm dankst, ihn anbetest. So viele haben es verlernt, in ihrem Herzen zu singen und zu spielen. Die haben keine Musik mehr. Ich beerdige jemanden, ja, und frage, was war so sein Hobby? Ja, er war sehr musikalisch. Ich habe gesagt, hat er Klavier gespielt? Nee. Geige gespielt? Nee.
Hat er sonst was gespielt? Nee, er hat Radio gehört. Und da hieß es, das ist ja was sehr musikalisch. Ja, es reicht nicht aus, dass du nur Musik hörst im Radio oder sonst wo. Du musst selber Musik machen. Wenigstens die Hände, klatscht in den Händen, heißt es in der Bibel. Ja, selbst Musik machen. Und Gott hat uns 10 Finger gegeben, auch 5 Finger gegeben, versteht, dass wir klatschen und singen und spielen. Ja. Und nicht nur allein spielen, sondern mitspielen mit anderen. So viele spielen nur Solopartien, da können sie spielen. Aber spiel mit anderen zusammen, und das ist so wichtig, mit anderen zusammen zu spielen. Da musst du auf den Takt achten, auf die Tonart achten. Da musst du aufpassen, dass du mit den anderen mitkommst. Der Heilige Geist ist kein Privatbesitz. Der Heilige Geist wurde uns gegeben zum allgemeinen Nutzen. Halleluja. Ja. Sei wachsam, ist meine Botschaft heute. Sei nicht gleichgültig. Ja, das kann mir nicht passieren. Ja. Sei wachsam, dass du kein Eigenbrötler wirst. Was auch das immer ist. Die Fülle Gottes wurde uns gegeben, damit wir in einem Orchester zusammenspielen. Miteinander Musik machen. Die Gaben gebrauchen zur Ehre Gottes. Du kannst etwas, was ich nicht kann, und ich kann etwas, was du nicht kannst. So. Und jeder hat etwas. Selbst wenn du noch das kleinste Instrument, so eine Piccolo-Trompete spielst, verstehst du, oder irgendwas Kleines, eine Mundharmonik. Aber wir müssen zusammenspielen mit anderen, mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Gebrauche deine Gaben. Und da wirst du merken, wie begabt du bist. Meine Bibel sagt, erwecke die Gabe, die in dir gelegt ist. Wenn du die Gabe nicht erweckst, versauerst. Die Gabe verkümmert. Teile deine Gaben mit vielen anderen Menschen, behalte nichts für dich. Was Gott dir geschenkt hat, gib es weiter. Und je mehr du weitergibst, desto mehr kriegst du, dass du es weitergeben kannst. Und wenn du nichts weitergibst, dann stockt das alles in deinem Leben. Wir sollen empfangen und gleich weitergeben. Und dann winken, Halleluja, Lob und Dank. Sei wachsam, pass auf, ja, dass du lebst und gesund bleibst und Dienst mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und wenn du eine Gabe hast, suche und sei besorgt, dass du noch eine Gabe bekommst und noch eine Gabe bekommst und dass du begabt bist, dass du das kannst, und wenn du etwas kannst, dann zu dem anderen noch was dazulernen. Ja, im Geist sein. Jesus freute sich im Geist und er nahm zu an Gnade und Weisheit in Nazareth, wo er auch immer war. Sei wachsam, dass du im Sinne Jesu lebst. Ja, Gott hat dich begabt, damit du weiter dienst mit den Gaben. Vielleicht hast du nicht viele Gaben, aber vielleicht hast du Geld auf dem Konto. Du kannst unsere Arbeit unterstützen, finanziell. Du kannst vielleicht beten. Auch das ist eine Gabe, dass du deine Hände falten kannst. Lieber Gott, segne den Herrn Matutis oder segne den Pastor, den Evangelisten oder wen auch immer ist. Verstehst du? Segne. Ja. Und wir sollen unsere Gaben gebrauchen. Und wenn du das gebrauchst, dann geh wenigstens, verstehst du, und tu was. Verteile Traktate. Wir haben einen Bruder hier, der schreibt mir immer zu Weihnachten und zu Geburtstag. Er kann selber nicht mehr, er ist behindert, aber er lässt von jemandem vorschreiben und dann schreibt er noch, ein paar Kreuzchen macht er. Ja. Aber der verteilt Traktate, Kalender von Werner Heukelbach auf der Straße, das kann er noch, er kann noch stehen und kann weitergeben. Ja. Fang an, das weiterzugeben, was du gebrauchst. Sei wachsam, dass deine Gabe nicht verkümmert, dass du noch im Sinne Jesu lebst. Und im Sinne Jesu lebst du nur, wenn du weitergibst. Auch wenn es nur ein Schärflein ist von der Witwe. Sie hat mehr gegeben, als alle hier, die so vorbeigegangen sind und da eine Spende geschickt haben. Ja. Du solltest überall, wo du hinkommst und bist, ein Segen sein, etwas verbreiten, etwas von dir, was Gott dir gegeben hat, weitergeben. Frag dich, was hat der liebe Gott mir gegeben? Der hat dir deine Stimme gegeben, der hat dir ein Herz gegeben, der hat dir Hände gegeben. Ja, der hat dir so viel gegeben, was du gebrauchen kannst. Jemand, ja, hat mir erzählt von einer Person, die spendefreudig war. Sie hat eine offene Hand, verstehst du? Sie gibt, sie gibt, sie gibt, sie gibt. Und je mehr du gibst, desto mehr wird dir gegeben werden. Steht in meiner Bibel so. Überall ging Jesus zur Ehre Gottes, um den Willen Gottes zu verwirklichen. Und das ist, frag dich mal selber, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Nicht schlafen und nicht sitzen und nicht nur zuhören, sondern etwas von sich aus weiterzugeben. Ja. Jesus hat immer weiter was gegeben. Und das Wort Gottes
wird erfüllt, es wird dir gegeben werden, zu dem, was du ein bisschen hast. Seine Lieblingsrede von Jesus war, auf das erfüllt würde, das, was der Prophet gesagt hat. Ja, in der Bibel steht so vieles, was du tun könntest. Lass dich inspirieren, motivieren, sei wachsam, dass deine Gabe nicht verkümmert. Ja, Jesus lebte buchstäblich die Bibel aus, da den Willen Gottes, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat den Plan Gottes erfüllt. Frag dich selber, was ist der Plan Gottes für mein Leben? Nicht nur arbeiten, Geld verdienen. Ja, mein Plan, der Plan Gottes für mein Leben ist viel, viel, viel mehr. Ja, dass ich ein Segen für andere bin. Da wurde ein kleines Mädchen in einem Kindermissionstag gefragt, was möchtest du werden? Dann sagt das kleine Mädel, ich möchte ein Segen werden. Ja. Möchtest du ein Segen werden, Bruder, Schwester? Frag dich selber. Dass andere Menschen durch mich was empfangen, was erleben, was erfahren. Ein Segen werden. Ich will ein Segen werden. Fang an, ein Segen zu werden, wo du hinkommst. Wenn du mit jemandem telefonierst, bitte Gott, Herr, mach mich heute Mittag, wenn ich damit telefoniere, zum Segen. Wenn du einen Brief schreibst, bitte Gott, lieber Gott, mach mich zum Segen für diese Person, dass ich sie ermutige, dass ich sie stärke, was auch immer ist, ohne Wenn und Aber. Das Typische an Jesus war, dass er absolut den Willen Gottes suchte, mach mich zum Segen für andere, für meine Kollegen, für meine Freunde, für meine Nachbarn. Sei wachsam, dass du immer noch ein Segen bist, wo du auch hingehst, dass du Spuren hinterlässt, dass die Leute sehen, hier ist ein Gesegneter durchgegangen. Wer hat ein Gesegneter mal gelebt? Ja, viele sind vom Weg abgekommen, abgedriftet, weil die negative Dinge so viel passiert. Nein, bleib auf dem Weg, sei wachsam. Das ist meine Botschaft. Pass auf, dass du nicht vom Weg abkommst. Und dass du ein Unsegen wirst, ein Fluch wirst. Beides liegt in uns drin. Segen und Fluch. Nicht nur, dass du es bekommst, sondern dass du auch wirst. Segen und Fluch. Du könntest ein Hindernis werden für den Glauben, für andere, die sagen, also, nee, wenn ich den sehe, so möchte ich nicht sein, lieber Gott. Danke, auf Wiedersehen. Ja? Aber dass, wenn die Menschen dich sehen, wie du Gott dienst, wie du Gott liebst und dergleichen, dann bist du die beste Reklame für den Heiland. Denk darüber, wo kann ich noch besser werden, wo kann ich ein Segen sein, so wie das kleine Mädel. Ich möchte ein Segen werden. Ja. Und ein Segen bist du immer dort, wo du bist. Verstehst du nicht, wo du nicht bist? Mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt, wenn du irgendwo nicht bist, dann lecken die Kälber Honig. Da sind sie glücklich und happy. Nein. Und wenn du dorthin kommst, weißt du, so viele Leute rennen von Gemeinde zu Gemeinde, von Evangelist zu Evangelist, was auch immer ist, und die merken, du, die kochen auch mit Wasser. Die kochen auch mit Wasser. Und dort menschelt es auch, verstehst du? Und dort geht es auch menschlich zu. Ja? Und die kommen vom Regen in die Traufe, stehen gleich unter der Dachrinne. Ja, und da, wo du bist, kannst du ein Segen werden. Ganz einfach. Ja, diene dem Herrn mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Sing und spiel in deinem Herzen. Sei musikalisch, nicht nur Radio hören und die Predigten oder was auch sonst noch sei. Ja. Versuch mal, ja, wenn du einen armen Menschen siehst, versuch dich in seine Lage hineinzuversetzen. Wie erlebt er das, der Arme, ja, in diese missliche Lage? Und versuch einmal, ja, dem Menschen zu dienen, wie ein Mensch, nicht wie der Herrgott. Vergiss den Herrgott. Fang an, wie ein Mensch zu dienen. Wir sind berufen, Menschen zu werden und zu sein. Sei wachsam. Das ist eine Befehlsform hier. Das bedeutet, ja, so viel es an dir liegt, hab Frieden mit jedermann. Ja. Sei kein Unruhestifter. Strahle Ruhe und Frieden aus. Du solltest lieber beten, und bevor du aus dem Haus gehst, dass du friedlich und ruhig bist, nicht nervös, nicht aufgedreht. Ruhig, sei wachsam. Pass auf, kleines Herz, was du hörst. Pass auf, kleiner Mensch, was du tust. Ja, das Erste, was sich nach der Zeugung bei den Menschen bildet, ist sein Gehör, nicht das Herz. Das Gehör, und dann kommt das Herz erst, nachdem das Gehör, das Ohrwatscheln sich gebildet haben. Ja,
Nach dem Gehör kommt das Herz. Ja, pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Unser Glaube hat mit dem Hören was zu tun. Ja, hör die Klopfzeichen Gottes, die Hinweise. Vernimm die Impulse des Heiligen Geistes. Höre die Stimme des Herrn. Und wir müssen die Stimme des Herrn von den allen anderen Stimmen unterscheiden können. Ja, sei wachsam. Wen hörst du? Wer wird dich abholen, wenn du stirbst? Ja, der Heiland oder der Teufel? Und viele werden den Teufel abholen. Komm, verstehst du? Und er kann sich nicht identifizieren. Und wenn dieser Geist, dieser Dämon, der dich abholt, sich nicht identifizieren kann, sagst du auf Wiedersehen, danke, ich möchte noch gar nicht sterben. Herr, wenn du mich rufst, dann will ich sofort springen und kommen, aber nicht dem Teufel. Einem anderen wird er nicht folgen, steht in meiner Bibel. Meine Schafe hören meine Stimme, einem anderen werden sie nicht folgen. Wenn du nicht die Stimme Gottes kennst, hier zu Lebzeiten wirst du auch im Sterben nicht kennen, dann wird dich der Teufel mit seinem Karren abholen. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Er kämpft sich auch sogar bei Moses um seinen Leichnam. Hör mal, sogar da rang der Teufel. Und dann hat der Engelfürst gesagt, der Herr schelte dich, schäm dich, diesen Mann Gottes da zu belästigen. Der Teufel kommt immer aus Aufklärung. Komm, Kind, komm. Ja, ich habe lange Zeit mich damit beschäftigt, Nahtoderfahrungen, ganz besonders bei Kübler-Ross, verstehst du, überall erscheint das Licht und eine Stimme, komm. Bis sich ein Pastor mal bei mir in der Gemeinde hatte aus den USA, der auch im Jenseits war und sagte, wer bist du? Und er hat sich nicht identifizieren können. Du musst deinen Heiland kennen, sei wachsam, der dich begleitet. Ist es der Herr oder ist es der Teufel? Ja, wir haben alle einen persönlichen Gott und einen persönlichen Teufel. Jeder Einzelne braucht mir gar nichts erzählen, auch wenn du bekehrt bist. Ja, der Teufel kämpfte um den Leichnam Moses, steht in der Bibel. Er kommt als Polizist, als sein Freund und Helfer, verstellt sich seine Stimme. So wie der Wolf beim Rotkäppchen oder bei den sieben Geißlein, frisst Kreide, verstehst du, dann klingt so wie die Oma. Jesus spricht, hör das Reden Gottes, sei wachsam. Wen hörst du? Hörst du die Stimme Gottes, wenn du schläfst? So viele Menschen haben Albträume nachts. Jo, das sind Schweißgebade, Betttuch durcheinander oder sogar abgezogen. Ja, du solltest in Frieden schlafen können. Und wenn du das nicht kannst, in Frieden zu schlafen, dann bist du von einem bösen Geist getrieben. Der Teufel treibt immer die Leute. Er gibt den Menschen keine Ruhe. Sei wachsam, was du hörst. Kann er sich identifizieren? Jesus sagt in der Endzeit, in den letzten Tagen, und wir sind jetzt in der Endzeit mittendrin, werden viele kommen in meinem Namen und ich sage, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Ach, was weiß ich wo. Er sagt, glaubt dem Schmarrn gar nicht. Keinem Evangelisten, keinem Prediger glaubt es nicht. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das ist, was Jesus sagt. Ja, glaubt nicht. Ja, die werden als Messias auftreten, als Heilsbringer, im göttlichen Namen, mächtig und gewaltig. Du musst lernen, die Stimme Jesu von all den anderen Stimmen ringsherum unterscheiden. Ist das der Herr? Und der Teufel kommt so raffiniert, er verdreht die Bibelstelle. Mach die Steine zu Brot. Das klingt sehr gut. Das würde mir helfen, sogar meinen Hunger stillen. Ja. Aber dann sagt Jesus, nee, danke, vergiss den Käse. Vergiss das alles. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das auch durch den Mund Gottes geht. Du musst lernen. Sonst geht es dir wie Adam, der von der Eva verführt wurde. Er dachte, weil die Eva ihm von Gott gegeben wurde, die macht das Richtige. Du, deine Freunde, deine christlichen Freunde machen noch lange nicht das Richtige, selbst wenn sie noch so fromm sind und mit Weihrauch alles versprühen. Ja, Maria hat Jesus versucht, vom Weg abzubringen. Meister, du bist doch nicht verrückt, dass du jetzt als Wanderprediger durch die Welt gehst, noch am Schluss wirst du noch gekreuzigt. Ja, und Maria hat versucht, Jesus heimzuholen nach Nazareth, aber Jesus sagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Verstehst du? Du musst doch nicht mal auf deine Mutter hören. Auch wenn es in der Bibel steht, du sollst Vater und Mutter ehren. Ja. Und du
Diese Maria hat ihm gesagt, ja, Junge, du bist von Sinnen. Oder später auf der Hochzeit in Kana, dann sagt die Maria zu Jesus, Meister, ihnen geht der Wein aus. Dann sagt er, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Hör doch auf. Ja. Und Maria war nicht dieser Auftraggeber. Und deshalb musst du auch in deinem persönlichen Leben rausfinden, sei wachsam. Wer ist dein Auftraggeber? Wer gibt dir Impulse? Spring runter. Ja, der Teufel möchte, dass du dein Genick brichst. Spring runter. Du wirst sehen, verstehst du? Ach, der Teufel will dich manipulieren. Er ist nicht dein Auftraggeber. Sei wachsam. Oder wie der liebe Petrus, da erzählte Herr Jesus, er wird sterben am Kreuz. Er muss gekreuzigt werden. Und dann sagt Petrus, Herr, nein, 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 das widerfahre dir nicht. Und weißt du, was Jesus sagt? Teufel, Satan, hinter mir, verschwinde. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Das war sogar der liebe Petrus. Ein Jünger Jesu, der vorher sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ein paar Minuten später sagt er, Teufel, hinter mir. Es ist so wichtig, dass du aufpasst. Wer reitet dich? Wer steuert dich? Wer bestimmt dich? Achte auf das, was du hörst und von wem du hörst. Ja, und warum du es hörst. Ja, das Hören ist eine Kunst. Das lernst du in keiner Schule und in keiner Gemeinde. Das muss der Heilige Geist dir beibringen. Darum gab Gott uns zwei Ohren. Ja, hier rein und dort raus wieder. Oder mit beiden Ohren. In der Bibel heißt es immer wieder, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Es könnte eine Falle sein. Und weißt du, mein Onkel, der war ein Partisan drüben in der Sowjetunion, ein Partisan, und der hat Hasen gefangen, Fallen gestellt. Und weißt du, wo der die Fallen gestellt hat? Wo die Hasen immer durchlaufen. Ja, da hat er die Fallen hingestellt. Und der Teufel weiß, wo du immer hingehst, was immer passiert. Verstehst du, aus Gewohnheit geht Maria und Josef nach Jerusalem und vergessen den Heiland. Das war auch eine Falle. Der Heilige Geist hat Maria Jesus anvertraut, verstehst du, und die Maria hat gar nicht aufgepasst und Josef hat auch nicht aufgepasst. Ja. Vieles, was in unserem Leben passiert, was wir so aus Gewohnheit machen, pass auf, aus Gewohnheit beten, aus Gewohnheit Bibel lesen, aus Gewohnheit in die Gemeinde gehen, aus Gewohnheit die Predigt hören, ja, alles gefährlich. Wir müssen ständig vom Heiligen Geist geleitet werden, so wie der Simeon. Jetzt gehst du in den Gottesdienst, obwohl gar kein Gottesdienst angesagt ist. Und plötzlich kommt Maria und Josef mit dem Jesus-Baby. Und jetzt kann ich heimgehen und selig sterben, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Gott geht jedem Menschen nach. Er spricht zu jedem ein- oder zweimal ganz besonders. Pass auf, wann hat der liebe Gott zu dir zum letzten Mal geredet? Überleg einmal, die Menschen sind so vergesslich. Ja. Gott gibt uns nicht auf. Adam, wo bist du? Ja. Wo treibst dich? Was machst du? Was ist passiert? Gott spricht durch die Predigt. Gott spricht durch die Krankheiten. Gott spricht durch die Unfälle. Gott spricht durch die Krisen. Durch Katastrophen, durch Erschütterungen, durch die Kriege, was auch immer ist. Und Gott spricht zu jedem Menschen ganz persönlich. Wann hat der liebe Gott zu dir ganz persönlich gesprochen? Ja. Durch Tage, die uns nicht mehr gefallen, vielleicht, ja, durch Höhen und durch Tiefen, durch Ängste, durch Verluste von einem lieben Menschen, durch verschiedene Zeichen. Wann hat der liebe Gott zu dir und zu mir und zu uns gesprochen? Stelle ich unter der Frage, ja, zu deinem Unterbewusstsein. Gott redet heute noch zu Menschen. Erstens redet er durch sein Wort, 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Dann redet er durch die Träume, durch Visionen, durch Gefühle, durch die Natur, durch Blitze, ja, durch Gewitter, durch die Zeitung. Weißt du, Gott spricht auf so mannigfaltige Art und Weise. Gott redet durch Behinderung, durch Blockaden. Er redet durch Gedanken. Da kommen so Blitzgedanken, Eindrücke, ein inneres Bild. Ja, durch die Stille, durch Schweigen. Auch wenn nichts passiert, passiert was. Sei wachsam, sei wachsam. Ja. Gott redet sogar durch Personen, auch ungläubige Menschen. Ja, Gott benutzt auch die ungläubigen Menschen, nicht nur die Christen. Die benutzt,
Ja, denn du hast keine guten Christen in deiner Umgebung vielleicht, aber die Ungläubigen, deine Nachbarn. Sei wachsam, verpasse nicht Gottes Stunde. Nimm die Impulse wahr. Wachsein hat mit Sehen was zu tun, dass du Augen aufmachst, ganz groß machst. Ja. Sehe, wo du gebraucht wirst. Da selbst habe ich dem Segen geboten, verstehst du? Mach die Augen auf. Wo kann ich dienen, was Gutes tun? Wo kann ich Liebe üben? Ja. Werde sehend für Gottes Zeichen. Überfahre die Zeichen nicht. Ignoriere die Zeichen nicht. Verstehst du? Die Warnzeichen, was auch immer ist. Sehe die Gegenwart Gottes. Das ist die Gottesstunde. Hier schickt mich Gott. Hier will er mich gebrauchen. Sei wachsam für den Willen Gottes, für die Wirklichkeit Gottes. Ja, wachsam, dass du warten kannst auf die Stunde Gottes, dass du sie nicht verpasst. Es kann zu spät sein bald. Ja, hab Geduld. Sei wachsam, verstehst du? Nicht, dass der Zug ausfährt. Wachsein hat mit Bereitsein zu tun. So leben, dass du jederzeit zum Herrn gehen kannst. Abrufbereit sein, im Kontakt mit Gott sein, auf Gott eingestellt sein. Die Mahnungen, ja, zur Wachsamkeit steht ganz groß in der Bibel. Alles, was ich euch sage und gebiete, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Die Mahnung zur Wachsamkeit will unsere Lethargie, Müdigkeit und Gedankenlos aufwecken. Plötzlich knallt es. Ja, und was war denn das? Ja, wir sind umgezogen von einer Gemeinde, wo Billy Smith gepredigt hat. Und Billy Smith hat die Leute sagen lassen, nächsten Sonntag sind wir bei Herrn Matutis in der neuen Nazareth-Kirche und so weiter. Und alle müssen nachsprechen. Und dann ist eine Schwester, die da wahrscheinlich geschlafen hat. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ja. Und dann muss man extra wegen der Schwester nochmals das Gleiche wiederholen, dass wir dann umziehen und dort Gottesdienst haben müssen. Weißt du, so viele passen nicht auf. Was hat er gesagt? Sei wachsam. Mit hörenden Ohren hören sie und hören sie doch nicht, verstehen nicht. Warum? Es ist so wichtig, dass wir hören und verstehen, dass es ins Gehirn eingeht und wir durcharbeiten. Maria bewegte all die Worte in ihrem Herzen, was die Hirten erzählt haben. Ja, und so. Die meisten hören nur, aber die bewegen die Worte Gottes nicht mehr in ihrem Herzen. Was hat er gesagt? Sie sind abgestumpft, gleichgültig, oberflächlich. Leben so dahin, plätschern einfach so dahin. Ja, wir sollten wach sein, dass wir nicht den Tag verpassen, den Ton überhören, wenn der Herr die Seinen ruft, dass ich mitgehe, dabei bin. Ja, und dass ich nicht den lieben Gott einen guten Mann sein lasse. Ja, bereit sein. Sei wachsam, verstehe die Gefahr. Ja, verstehe die Gefahr. Viele sind so bequem. Jo, uns passiert nichts. Verstehst du, wir sind im Westen. Pass auf, plötzlich fällt eine Bombe und ein bisschen jenseits. Ja, viele machen sich so bequem, materialistisch, verdrängen den Tod. Und plötzlich klopft der Tod. Ja. Bedenke nicht, dass der Mensch sterblich ist, vergänglich ist. So leben, ja, wir sollen so leben, dass wir jeden Tag sterben können. Müssen es nicht, aber wir können es. Und es könnte passieren. Ich will niemandem drohen, aber du brauchst nur über die Straße gehen und wirst überfahren. So schnell geht es. Unser Ende kommt manchmal sehr unverhofft, ohne Ankündigung, ohne Vorwarnung, obwohl wir gewarnt worden sind, auch jetzt durch diese Predigt heute Abend. Unser Ende kommt, so unverhofft. Deshalb allzeit bereit, ich bin da. Und die Enge kommt, die Gefahr kommt, der Schlusspunkt kommt für jeden Einzelnen, für jeden Einzelnen. Und bereit sein ist alles. Sei wachsam, lebe bewusst, als wenn es heute der letzte Tag sein könnte. So einfach bewusst leben. Überlege, für wen und für was lebst du? Ist das wirklich alles? Sei allein von Gott und nicht von Menschen abhängig. Ja, von Gott. Meine Zeit, meine Stunde, mein Leben liegt in seinen Händen. Wachsam sein heißt, auf sich selbst aufpassen, nicht die Versicherung. Verstehst du? Die meisten Leute schließen nach, was weiß ich, welche Versicherung, Lebensversicherung. Nein, die kriegst, von der hast du nichts mehr, von der Lebensversicherung. Von der hast du nichts mehr. Ja. Gib deinem Leben einen anderen Stellenwert.
Die Bibel sagt, behalte deine Krone, dass sie niemand raube. Das ist deine Berufung, deine Seligkeit, dein Heil. Es passiert immer nach unserem Glauben, nach unserer Einstellung. Pass auf, dass niemand deine Krone nehme. Sei wachsam. Auch wenn du manchmal zweifelst und nicht verstehst, ja, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Manchmal geht es so. Ja. Sei zweifelnd, prüfe alles und das Gute behalten. Ist das von Gott? Heute musst du in dieser Welt kritisch sein, nicht alles gleich kaufen und schlucken, was dir angeboten wird. Es ist so viel Falschgeld im Umlauf, das glaubst du gar nicht. Schieb Geld ab, verstehst du, und dann habe ich Falschgeld plötzlich in der Hand. In der Sparkasse hebe ich das Geld ab. Ja, stell mal vor, aus dem Automaten kommt Falschgeld raus. Und ich musste beweisen, was weiß ich, was das für ein Zirkus war, verstehst du? Falschgeld. Weißt du, du kannst niemand mehr trauen. Niemand mehr trauen. Überleg dir immer, wem du vertrauen möchtest. Nicht jedem darfst du das, ja. Nicht jedem darfst du heiraten. Viele haben falsche Vorstellungen und falsche Erwartungen vom Leben. Sei wachsam. Sei wachsam. Viele sind nur selbstsüchtig, selbstgerecht, scheinheilig, falsch programmiert, haben andere Gedanken im Kopf, sind nicht ehrlich zu sich selber, weder zu sich noch zu anderen. Sei ehrlich, sei wachsam. Ist das wirklich wahr? Ist das der Gedanke, richtige Gedanke? Ja. Sei wachsam, mit wem du dich abgibst. Nicht mit dem Wolf, der Kreide gefressen hat. Achte auf die Zeichen, die Kleinigkeiten. Ja. Wenn das Licht blinkt, pass auf, das ist was Wichtiges dran. Verstehst du, da muss was repariert werden, was gemacht werden. Ja. Sei wachsam. Der Teufel will dich nur um den Finger wickeln. Die meisten sind gebunden an so Seidenfäden, haben die Griechen gesagt. Nicht die Griechen, die Chinesen. Ja. Seidenfäden. Du bist nicht mit eisernen Ketten gekettet. Nein, an Seidenfäden bist du gebunden. X-mal gewickelt und x-mal erlebt, aus Gewohnheit. Aus Gewohnheit haben die Maria und Josef Jesus verloren. Der Teufel bindet uns mit Eigenliebe. Das musst du für dich was tun. Du bist wichtig. Ja, du bist dein eigener Kerkermeister. Hast die Tür zugemacht und kommst nicht mehr raus. Er bindet dich mit Weltliebe. Das ist normal. Oft binden wir uns selbst mit unseren Worten, mit Gelübden. Wir machen Versprechungen und die halten wir nicht. Und wir sind gebunden. Mit unseren Worten sind wir gebunden. Ja, durch Gelöbnisse, durch Eide. Ja, ob es jetzt nun Jugendweihe war oder was auch immer gewesen ist, durch Versprechungen, welchem Art und auch immer, durch Schwüre, durch Erklärungen, durch Garantien. Ich spreche Ehrenworte. Denk an Barschel, glaube ich doch, so hieß er. Hier, der schwört das Ehrenwort, verstehst du, das war alles falsch, was er gesagt hat. Ja. Die ganzen Bünde. Viele haben ihre Seele verkauft für eine bestimmte Sache. In 1833, da war dieser Teufelsgeiger Paganini, ja, der ist in eine. Im Gasthaus macht er Musik, verstehst du? Und dann sagt der Besucher, ein reicher Mann, also ich gebe Ihnen den Groschen, damit Sie mit dem Gepiepse aufhören. Und das hat ihn so gekränkt, dass seine Musik Gepiepse ist. Und dann hat Paganini einfach so seinen Trick entwickelt. Er hat mit dem Teufel einen Bund geschlossen und er ließ ihn beim Konzert eine Seite nach der anderen platzen und dann spielt er nur noch auf einer Seite und hat die Leute in Ekstase versetzt. Ja. Der hieß Teufelsgeiger, aber ja, der hat dem Teufel seine Seele angeboten, damit er nicht mehr das Gepiepse da machen kann. Hier, vor Jahren war auf Ebi, da hat einer seine Seele angeboten, bis er gelöscht wurde, verstehst du? Da haben sie geschrieben, der kann doch gar keine Seele verkaufen, der weiß nicht überall, wo die Seele ist. Da gab es eine Diskussion. Betrübe nicht den Heiligen Geist, sei wachsam. Ja, halt dich fest an Gottes Wort. An das, was du im Geist empfangen, erlebt hast, lass dich vom Heiligen Geist leiten und führen. So viele Menschen werden betrogen, machen Bund mit dem Teufel, ziehen eine Show ab. Ja,
durch Übertreibungen, Halbwahrheiten, betrüben den Heiligen Geist. Ja, sei wachsam, dass du das nicht machst. Ja, man kann so leicht predigen und erzählen, ja, aber wenn es darauf ankommt, dann rutscht eine Lüge raus, eine Übertreibung. Man betrübt den Heiligen Geist durch Ausschweifung, durch Zweifel, durch bösartige Gedanken, durch faules Geschwätz, schlechte Rede, Bitterkeit und Groll, ja, durch verkehrte, falsche Gedanken, durch Geisterbeschwörungen. So viele sind okkult belastet. Dämpf nicht den Heiligen Geist. Pass auf, dass du den Heiligen Geist nicht dämpfst. Steht ja in der Bibel. Und dann wundert sich, ich komme nicht auf die Tour und ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ja, viele haben Schuld auf sich geladen durch einseitige Informationen. Sie tanzen auf mehrere Hochzeiten. Du kannst nur richtig glauben, wenn du alle Seiten betrachtest, so ein Bild von beiden Seiten, verstehst? Wessen Bild trägt der? Trägt es, hat Jesus einmal jemand gefragt. Gib Gott, was Gott gehört, und dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Die meisten Menschen sind desinformiert, einseitig, parteiisch, unausgewogen, unsachlich, entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Du musst normal sein. Pass auf, dass du immer normal bleibst, immer auf dem Teppich bleibst. Das Leben hat Höhen und Tiefen, aber nicht nur Höhen, auch Tiefen, auch das gehört dazu. Das Leben hat Niederlagen, besteht aus Glück und Schmerz, aus Jugend und Alter. Du musst das Leben als Ganzes sehen, als das Paket. Ja. Aus Gewinn und Verlust besteht das Leben aus Glauben und Zweifeln. Wenn du noch nicht gezweifelt hast, kannst du auch gar nicht richtig glauben, in aller Liebe. Du musst erst mal richtig gezweifelt haben. Ja. Das Leben besteht aus Weinen und Lachen. Mein Vater hat oft das gesagt, wenn du noch nicht gehungert hast, würde es dir das Brot nicht schmecken. Du musst schon mal gehungert haben, mal in Schwierigkeiten gewesen sein. Zum Glück, Gott erlaubt beides, Höhen und Tiefen. Sei wachsam, entscheide dich immer für das Richtige, prüf als Weg das alles ab, vergleich es und dann orientier dich, dann leg dich fest. Als Mensch musst du prüfen, abwägen, vergleichen. Gott ist kein Diktator. Du musst. Ich befehle dir. Ja, nein. Gott gab uns Willensfreiheit. Ich kann es lassen und so weiter. Ja. Wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Juden haben das Gesetz. Pharisäer sind gesetzliche Menschen, leben nur noch nach Vorschrift. Pass auf, dass du nicht nur nach Vorschrift lebst. Galater Kapitel 5, Vers 7 heißt es, ich kam so gut voran, liebe Galater. Das waren Kelten gewesen. Ja. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht mehr folgt? Es waren Judaisten, die sich rumgeschlichen haben. Ja, ist solche Fanatiker, die haben gesagt, du musst Sabbat halten, du musst dich beschneiden lassen, du musst Gesetze befolgen. Und dann haben sie die Menschen in die Enge getrieben mit Vorschriften und Verboten. Paulus gibt in Epheser eine Reihe von Ermahnungen, kauft die Zeit aus, seid verständig, was der Wille Gottes ist. Ja, werd verständig, begreift es. Sei wachsam, begreift es, was der Wille Gottes ist, die Grundlage und das Ziel unseres Lebens, ja, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, dass der Heilige Geist dich steuert und lenkt und leitet. Sei wachsam, dass der Heilige Geist dich führt, dass du unter dem Einfluss des Heiligen Geistes bist, dass, ja, das wird sich bald zeigen, ob das ist oder nicht, ob der Heilige Geist dich führt, ob du die Freude am Herrn hast bis zum Schluss, was nicht nur Halleluja, gleich am Anfang und dann zu Tode betrübt am Schluss. Bleibe immer konstant, kontinuierlich. Wenn Krisen kommen, ja, wenn es nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte, wenn die Tage kommen, die einem nicht mehr gefallen, ja, und wenn die Leute nicht mehr nach der Pfeife tanzen, nach deiner Meinung sind und so weiter. Ja. In meiner Bibel heißt es, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles bessert mich. Ja. Pass auf, nicht alles ist, was der liebe Gott in deinem Leben schickt. Sei wachsam, achte auf die Gangart Gottes, auf den Willen Gottes, die Heiligung, was auch immer sei. Viele haben das gar nicht kapiert, was das alles ist. Ich soll nur in die Gemeinde gehen, vergiss es. Es zeigt sich nach kurz oder lang, ob du das vom Herrn bekommen hast oder wo das hergekommen ist, wer das gesagt hat.
Viele sind nur religiös, haben frommen Anstrich, spielen Theater. Ja, und so viele Christen sind Schauspieler und merken es nicht dabei. Nicht dabei, die merken es nicht. Halten noch so viel von sich selbst. Und was sagt Jesus? Ihr seid übertünchte Gräber, voller Skelette, Knochen. Ja, sei wachsam. Ist das echt, was da passiert? Sei wachsam. Hat es von Gott, wer ist der Urheber? Hat Gott das angefangen? Hat er das installiert? Gott will sein Werk in jedem beginnen und vollenden und weiterführen. Durch den Heiligen Geist will er uns Offenbarungen geben. Und dann kommen die Früchte. An ihren Früchten sollt ihr den Baum erkennen. Nicht nur an den Blättern. Und nicht nur an der Rinde. Ja, das soll sichtbar werden, wes Geistes Kinder wir sind. Überprüfe deine Gedanken. Überprüfe. Matthäus Kapitel 15, Vers 8. Diese Menschen nähern sich mir mit ihrem Mund und ehren mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Und vergeblich beten sie mich an und lehren als Lehrer die Gebote der Menschen. Wer sind die Menschen? Komm raus aus dieser Bequemlichkeit, aus der Gewohnheit. Aus dem Herzen des Menschen kommen alle möglichen Gedanken. Was ist in deinem Herzen alles drin? Frag mal. Jesus sagte, dass aus der Fülle unseres Herzens unser Mund spricht, Matthäus 12, Vers 34. Unser Herz offenbart sich durch den Mund. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Ja. Sei wachsam. Was redest du für einen Blödsinn? In aller Liebe. Bewache dein Herz, deine Gedanken, deine Zunge. Und die Zunge ist ein kleines Ding, das lenkt die großen Schiffe. Egal, wie groß sie sind. Denk nicht alles, was man denken kann. Sag nicht alles, was man sagen kann. 1. Korinther 6, Vers 12 lese ich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mein Leben haben, schreibt Paulus. Alles ist mir erlaubt. Ich kann alles. Ich bin Mensch, selbstständig, alles klar. Ich muss vor Gott verantworten für mein Leben. Aber nicht alles darf meine Seele beeinflussen, sich auf meine Seele auswirken, auf meine Gedanken. Ich muss wählerisch sein, muss mich entscheiden. Ist das wirklich das Allerbeste für mein Leben? Bringt mir was? Es sollte Worte sein, die von Gott eingegeben sind. Und nur diese Worte bleiben, die wir von Gott bekommen haben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort aus dem Mund Gottes. Aus der Tiefe des Herzens, vom Heiligen Geist inspiriert. Und wir sollen etwas haben für die Ewigkeit, das den Sinn gibt für die Ewigkeit. Sei wachsam. Was um dich herum passiert, deute die Zeichen richtig, verstehe sie, die Geistesmitteilungen, deute sie richtig, erfasse das Ganze, nicht nur Stückwerk. Ja, das ist von Herrn, sie schickt der liebe Gott. Auch diese, die Menschen, die vom lieben Gott geschickt worden sind, auch die können vom Teufel geschickt werden, in aller Liebe. Vielleicht hast du es auch noch gar nicht so erlebt, aber ich habe es schon oft erlebt, sei wachsam. Jesus sagt, pass auf die Fallen Satans, auf seine Lügen. Es ist nicht alles, was glänzt, Gold. Der Teufel arbeitet gerne mit Täuschung, sieht so echt aus. Und das ist eine Verführung, eine Lüge. Menschen werden verzaubert, verblendet, verhext, in die Irre geleitet. Ja, der Teufel hat am Anfang die Eva verführt. Und am Ende der Bibel ist der Drache, ich sage dir, der Drache aus China oder wo auch immer, der Drache. Der Teufel arbeitet immer so raffiniert, entweder so süßlich oder dann durch Befehle. Ja, man wird nicht durch Dummheit verführt, sondern durch Klugheit, durch Schlauheit. Man wird verführt durch Raffinesse, durch Gerissenheit, durch Findigkeit. Mir ist ein Licht aufgegangen. Der Teufel arbeitet mit Zweifel, mit Unsicherheit, mit Bedenken, mit Ängsten. So arbeitet er. Und er will seine Gedanken uns einpflanzen. Der Teufel kann keine Gedanken lesen, aber er kann Gedanken einpflanzen. Sollte Gott gesagt haben. Sollte, ja. Der Teufel will dich nur traurig machen, dass du nicht mehr lachst. Wann hast du zum letzten Mal gelacht? Jetzt haben wir Karneval. Ja, Fasching Dienstag, nächste Woche, verstehst du? Sollst fröhlich sein. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und das ist, sei wachsam. Habe ich noch die Freude?
Oder ist mir der Dampf, das Öl ausgegangen? Lieber Gott, ich danke dir, du wachst über uns und du hast alles in deiner Hand und du möchtest uns wachrütteln, auch jetzt durch diese Predigt, lieber Heiland, heute Abend, dass wir nicht mehr schlafen, uns nicht mehr einfach in der Blindheit wiegen, sondern erkennen, du bist immer noch bei uns und dass wir noch im Geist sind, im Heiligen Geist. Ich segne alle, die dein Wort hören und gehört haben. Sei du mit ihnen in Jesu Christi Namen. Amen. Wir hören das Lied, lass mir das Ziel vor Augen bleiben und wir nehmen unser Abendopfer auf. Gott möge uns segnen.